So, diese Dinger schon mal in eine Zitrone gesteckt, die Vorteile werden dich wirklich umhauen und du wirst es in Zukunft nur noch so machen wollen. Weshalb jeder diese Mischung auf seine Fensterbank stellen sollte, zeige ich dir jetzt. Für diesen wirklich genialen Trick brauchst du nur zwei Sachen. Und zwar eine Zitrone sowie ein paar Nelken. Denn die Mischung aus diesen beiden kann dir bei einem Problem helfen, welches dich sicherlich enorm nervt. Doch erstmal kommen wir dazu, wie du das Ganze vorbereiten musst. Schneide die Zitrone in der Mitte durch, denn wir müssen an das Innere kommen, an das Fruchtfleisch. In dieses wollen wir jetzt im nächsten Schritt die Nelken stecken. Schnapp dir einfach ein paar Nelken und stecke sie direkt in das Fruchtfleisch. Verteile so einige Nelken in der gesamten Zitrone. Am Ende sollten es ungefähr 10 bis 15 Stück sein. Dann sind wir damit auch schon fertig. Du kannst so natürlich direkt mehrere zubereiten, wenn du möchtest. Jetzt solltest du noch eine Schale oder Schüssel nehmen, wo du das Ganze reinlegst, damit der Zitronensaft hier nicht noch deine Fensterbank einsaut. Und so kannst du es jetzt auch einfach in die Wohnung stellen oder wie gesagt eben in die Ecke eines Fensters. Zu einer ganz bestimmten Jahreszeit habe ich das mittlerweile jedes Jahr auf meinen Fensterbänken stehen. Denn was das Ganze dir fernhält, sind Mücken. Denn Mücken können die Mischung aus Zitrone und Nelken überhaupt nicht ab. Sie werden diese Orte daher meiden. Wenn du es auf deine Fensterbank stellst, kannst du so dafür sorgen, dass sie gar nicht erst in deine Wohnung kommen. Falls es allerdings schon zu spät ist, kannst du dir eine Mückenfalle bauen, um die Mücken in deiner Wohnung einzufangen. Wie das geht, zeige ich dir in dem Video, welches ich dir an dieser Stelle verlinke.